Willkommen jetzt zu einer weiteren Folge My Singing Monsters. Wir wollen heute mal in diesem Video das seltene Hippity Hop, was das hier für ein Name, ey. Absolut geil. Und zwar ist das hier auf der Feeninsel. Wollen wir mal das allererste Mal platzieren. Und bitte frag mich nicht, was ich hier für eine Flötefliege-Party mache auf der Insel. Das ist absolut geil, weil ich musste ja alle auf jeden Fall erstmal platzieren und halt verkaufen. Ich habe sie platziert. In der Zeit, wo das St. Patrick's Day Event war und ich musste die benutzen, zumindest dieses Fiddle, um das Fiddle zu züchten, musste ich es halt benutzen. Und da kam halt meistens so eine Flötefliege raus und die dauert nicht so lange. Und dann habe ich halt ein paar Versuche gebraucht und jetzt habe ich irgendwie so gefühlt 30 Flötefliegen auf der Insel, absolut geil. Genau. Sieht auf jeden Fall irgendwie lustig aus, aber ich werde auf jeden Fall in der nächsten Zeit die verkaufen, weil das stört einfach nur und nimmt Platz weg und ja. Genau, ich will mal sagen, Leute, die Zuchtkombination, bevor ich das Vieh hier platziere, ist einmal, muss ich mal kurz überlegen, die Flötefliege, genau, und der Rockfuß und das halt nur in einer begrenzten Zeit, wenn das Monster auch im Shop eher gesagt im Markt verfügbar ist und ich würde mal sagen, let's go, drücken wir ein paar Mal drauf und da ist es auch schon am Start, sehr, sehr nice. Ja, wie sehen die beide wie halbtot aus, keine Ahnung warum, sieht ein bisschen komisch aus. Na gut, und dann auch diese komischen Augen, na gut. So, let's go, da ist er. Naja, die Insel wird langsam voller, aber naja, immer noch gefühlt die Hälfte fehlt, so, let's go. Oh, jetzt ist die Insel so voll. Jetzt einfach die Insel so voll. Ein Moment. Okay, das war der Sound. Gefällt mir persönlich nicht. Das finde ich einfach hammer cringe, aber keine Ahnung. Es gibt halt so ein paar Monster. Ups. Sorry. Es gibt halt in dem Spiel ein paar Monster, die ein bisschen komisch sind und auch komisch aussehen. Wie zum Beispiel der Boskus. Heißt er, glaube ich, Boskus. Junge, was ist das eigentlich? Was ist denn das? Noch diese schwule rosa Form. Sorry, aber das sieht. sorry, ich hab Husten. ja, das sieht einfach sehr komisch aus, ne? Also, die normale geht noch, aber. Naja, schaut euch das Monster an. Na gut, auf jeden Fall. Das Fiddle ist auf jeden Fall richtig nice. Genau, das Hippity Hop. Oh, was ist das für ein Name? Die seltene Form, die wir jetzt hier gerade platziert haben, ich finde die nicht so schön. Auch den Sound finde ich nicht schön. Und die normale Form, die ist. Ach du Scheiße, bin ich auch selbst schuld, wenn ich es nicht wiederfinde. Hier in der Mitte. In der Mitte zwischen den Flötefliegen. Ist das normale Hippity Hop. Das Türkise ist das, glaube ich, das Türkise und rechts das Rosane. Genau. Das sind auch solche Hasen, würde ich mal sagen, genau. Stimmt, sonst würde es auch nicht so heißen. Na gut. Oh mein Gott. Oha, Digga. Sorry. Ich habe hardcore Husten. Eigentlich müsste ich es wegcutten. Aber es bin auch wieder typisch ich, ne? Na, aus welchem Grund sollte das sonst Hippity Hop heißen? Na gut, ich will mal sagen, Leute, das war's mit dem Video. Ich weiß gar nicht, wie lange das Video geworden ist, aber ich denke mal schon relativ lang. Und ich würde sagen, das war's mit dem Video und bis nächstes Mal. Ciao.